Hallo Leute, ihr seid auf dem Kanal As Reiter in Folge Nummer 43 von Voxel Tycoon. Die Autos fahren ja alle hin und her, das ist schön, aber wir müssen jetzt schauen, dass wir hier das Erz zu der Stelle dahin bringen, die da noch geladen werden muss. Wir wollen hoffen, dass die gleich noch nicht weg ist und ja, die Lademöglichkeit gab es hier im Borgenteich Süd. Das war ja logistisch hier angebunden. Da müssen wir nur gucken, dass es dann auch kommt. Okay, dann würde ich sagen, nach dem Intro schauen wir, dass wir da am LKW hinschicken. Ne? Bis gleich. So, dann. Fahrzeug 9 hat in den letzten 30 Tagen Geld eingebracht. Kein Geld eingebracht. Okay, dann ist das so. Wir gehen hier, kaufen hier einen LKW, der die Steine transportiert. Nee, Erz muss er transportieren. Also das hier. Oh, hier gibt es einen neuen Bus, der mehr kann, oder? Ja, da müssen wir uns auch mal drum kümmern. Kaufen den erstmal gerade und dann kriegt er jetzt einen Halt hinzugefügt. Jetzt müssen wir nur da schnell hin. Der muss da anhalten. Da soll er laden und... Wir müssen noch einen Halt hinzufügen. Hier soll er entladen. Passt. Speichern als Eisenerz zu Borgenreich Süd. Okay, machen wir. Und schicken los. So, dann kaufen wir ein Fahrzeug nochmal. Das. Und der geht natürlich auch dahin. Was war das? Eisenerz zu Borgenreich Süd. Starten. Und wir machen noch das dritte Auto dahin. Eisenerz zu Borgenteich Süd und starten. Fährt er auch. Das ist erledigt, das ist gut. Was hatten wir hier? Holzbretter, okay. Also die fahren alle. Wir müssen aber mal Stufe 2 machen. Das ist nämlich mit 1 zu langsam. Was macht unser Zug mit den Steinen? Ist der unterwegs? Da kommt er, hat gerade abgeladen, passt. Und die sind hier schon orange. Ist schlecht angebunden, aber das passt schon. Und in 41 Tagen soll das dann da abgewonnen sein. Okay. Jetzt müsste ich mal Fahrzeug 30... Fahrzeug 77 war es, okay. Oder, tja. Das sind ganz viele Sachen, ne? Fahrzeug. Warte mal. Stopp mal. Fahrzeug Nummer 63. Das ist er hier. Kann ich jetzt hier gerade irgendwie hin? Gefräßabzweig ist klar. Und hier? Eisenbahn soll er da hinbringen. Okay, aber wahrscheinlich sind hier nie welche angeliefert. Kann das sein? Das sind Holzbretter. Hier sind Eisenbahnen. Es kommen da gar keine an, kann das sein? Ja, da müssen wir mal gucken, ob überhaupt Eisenbahnen hier geliefert werden, ne? Und wenn, dann müssen wir das ausbauen, oder? Da kommt der Zug. Und was bringt er? Der nimmt nur Eisenerz mit, okay. Und der nächste, der dann kommt, ist der... Das ist auch nur ein Eisenerzzug, oder? Das ist ja jetzt nicht das, was ich will, ne, oder? Aha, er hat Eisenbahn dabei. Okay. Und die werden tatsächlich auch gerade draufgeladen. Und der ist gewachsen. Okay, das ist auch sehr schön. Nachfragen, wie sich. Okay, das ist auch, hat auch geklappt. Das war der jetzt, ne? Oder? Ja. Jetzt müssen wir nochmal gucken, ja. Nachfrage gestiegen. Das war der Baumarkt. Okay, in Sens vermieden. Auch sehr gut. Das hatten wir auch geschafft. Ging kaputt. Fahrzeug 78. Was ist hier? Kupfererz haben wir, glaube ich, nicht. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen was zumachen. Das ist alles zu viel offen. Das muss auch weg. Fahrzeug 79. Ja, hier sind so viele Meldungen.
Fahrzeug 80 ist unrentabel. Fahrzeug 78. Fahrzeug 79. Fahrzeug 80, ja, kann ich nicht ändern. Das muss jetzt aber so sein, sozusagen. Auf was wartet er denn, dass er Kohle abliefern kann? Oh, was ist denn das für ein Problem dann? Wer ist denn hiermit verbunden? Die Kupferhütte. Und sonst niemand. Die fahren doch da einfach für umsonst hin, oder? Okay. Eisenbahn zu Melrichstadt. Nordwest. Also, zum Depot schicken. Kannst du nämlich vergessen. Zum nächsten Depot senden. Fährt. Der lädt auch nicht aus, oder? Hier gibt's kein Dingens. Schick ihn auch zum Depot, bringt nichts. Was bringt der hier hin? Das ist ja Kupfererz und wir bringen da Eisenerz hin, oder was? Das ist er hier oben. Zack, auch. Ah. So, die fahren alle ins Depot, weil es das hier nicht bringt. Eisenerz haben wir nicht, kann ich gleich sagen. Was ist das hier für ein Ding? Ah, das ist Rathaus sozusagen, ne? Großstadt, Industrie. Ne, ist kein Rathaus, Quatsch. 1700 Gebäude, okay. So, jetzt müssen wir mal gucken. 591.000 immer. Das wäre rein theoretisch ein Zug, den wir investieren könnten. Ja, der fährt dahin. Also, wir wollten uns vielleicht um die Busse noch kümmern, ne? Kann ich das jetzt hier irgendwie austauschen? Hupen. Umgang. Details. Statistiken. Ja, Stadtbus Birges. Das bedeutet, wie viele Fahrzeuge sind denn auf dem Stadtbus Birges drauf? Kann man das irgendwo sehen? Nicht wirklich, ne? Details, sehe ich da? Da ist sogar nur einer drauf, oder was? Das bedeutet, wir gehen mal hier hin und kaufen ein Fahrzeug, und zwar einen 12er Bus. Und wo ist der jetzt? Achso, hier. In die Villa-Route ist Stadtbus Virges. Starten. Und weißt du, weil es so schön ist, kommt da gleich noch ein zweiter Kauf. Da, Stadtbus Virges. Passt, der fährt auch. So, was machen wir mit denen da? Das ist die Frage, ne? Wo fahren die Lehren hier eigentlich alle hin, ne? Wir müssen hier unbedingt noch was machen. Das ist hier einfach zu wenig, die Eisenbahn zum Beispiel, ne? Wir müssen da noch mehr Industrien hinsetzen, definitiv. Das wird aber hier, Stahlträger werden geliefert, glaube. Wir müssen jetzt noch gucken, wo Schüttgut ist. Das hier ist alles leer, ne? Ne, da wird gerade, okay, der ist gerade auch gekommen. Ja, was mal, wo fährt er denn hin zum Beispiel? Der hat was anderes. Der bringt dir die Goldbahn, die Goldbahn, das ist auch gut, ne? Eisenerz. Ah, das war jetzt das gerade, was wir frisch gemacht haben, ne? Ja, genau so sieht's aus. Wird aber schlecht beliefert. Das bedeutet, Eisenerz zu Borgentreich Süd. Eisenerz zu Borgentreich Süd. Starte den mal und das machen wir mit den anderen auch. Starten wir den auch und den setzen wir da auch noch drauf. Nee, kaufen wir den nicht. Borgentreich Süd. Und weg sind sie. Alle unterwegs. Sehr gut.
Das können wir mal auch gerade schließen. Und die Garage brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Was wollen wir jetzt gucken? Ja. Also das läuft erstmal soweit, ne? Wir haben hier Kohle. Ja, die Punkte sind alle auf jeden Fall nicht rot, sondern gelb oder das hier ist Sand, aber ich glaube, Sand hatten wir nicht, ne? Oder? Sand war nicht da oben, oder? Da war was anderes, ne? Doch, wir haben hier Sand. Dann müssen wir das jetzt mal hier erschließen. Ressourcengewinnung. Kupfermine haben wir da. Okay, Sandgrube. 100.000, kein Ding, können wir uns leisten. So, das ist schon mal da. Und wo muss der Sand hin? Mit dem LKW wäre es ja jetzt auch doof, dahin zu fahren, oder? Da müsste man auch wieder einen Zug schaffen. Und da wir nicht so viele Lokschuppen brauchen, können wir hier auch mal rüberfahren, oder? Vielleicht hier gerade, geht das? Ach, ja, wie das immer so ist, wir haben noch keinen Bahnübergang. Da ist schon richtig, wir bauen eine Brücke. Also da ist ja schlecht drüber eigentlich, ne? Oder? Brücke. Kannst du schon wieder vergessen? Kannst du abreißen? Ja. So bringt das nichts da. Das ist schon mal klar. Kann man eine Brücke bauen mit Sinn und Verstand? Bogenbrücke. Okay. Ach so, eine Bogenbrücke ist was anderes, wie ich jetzt meine, ne? Ja, ist wohl was anderes, was ich meine. Weg damit. Weg damit. Ich hätte jetzt gesagt, wir müssen hier eine Kurve machen und darüber fahren. Aber das klappt hier alles nicht. Das heißt, wir fahren ganz einfach hier rechts nebenher. Und dann kommen wir da auch hin, ne? So, hier geht's los und dann müssen wir hier irgendwo eine Brücke bauen, ne? Brücke bauen wir jetzt hier hin. Das hat wieder nicht geklappt. Also der Brückenbau ist nicht so meins. Brücke. Das kann jetzt nicht sein, oder? Kann hier nicht bauen. Ja, Bogenbrücke abreißen. Jetzt hat es endlich geklappt, ne? So, jetzt müssen wir hier noch anschließen. Und wo muss die Sandgrube sein? Wo ist die Sandgrube? Da oben. So, passt erstmal. Oh. Okay, und ein Bahnhof.
Güterbahnhof. Drehen. Passt. So, jetzt sind die schon mal da. Und von wo nach wo muss jetzt der Sand? Ich sehe den Sand jetzt natürlich nicht. Dahin, okay. Wie lange brauchen das noch? 154 Tage, okay. Aber das ist ja eine gute Stelle eigentlich hier, ne? Da müssten wir eigentlich hier nur... dieses Gleis gerade ausziehen, oder? Und hier muss ein Bahnhof hin. Gucken wir mal gerade, wie die Reichweite vom Bahnhof ist. Passt. Sehr gut. Mirkes Abzweigung. Und jetzt müssen wir nur hier... noch so ein Gleis hin haben. Okay, das passt noch nicht ganz. Jetzt passt es aber. Signale da irgendwie noch hin, ja? So, ist gut. Sollte funktionieren. Warte mal, das war die Fahrtrichtung, oder? Ja. Und das ist die Fahrtrichtung, die kann so bleiben. Das ist die Fahrtrichtung, ne? Ja, 1000 Signale und ich hoffe, das funktioniert. So, 600 ist da mit Dingens. Wir brauchen einen Zug. Wir haben zwei Loks. Die fährt schneller. Das heißt, wir nehmen die. Und jetzt Sand gibt es hier. Und warte mal, wenn ich Shift-Taste drücke... war das so? Ja. So. 345.000 können wir uns leisten. Kaufen wir. Und den jetzt. Halt hinzufügen. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle, dass der da auch hinfährt. Ne? Laden. Halt hinzufügen. Entladen. Und da muss jetzt noch so ein Depot hin, oder? Ja, würde ich sagen, ne? Zugdepots? Nee, in den Lager, nicht ein Depot. Großes Lagerhaus hier hin, oder? Dreh das mal. Und baue das mal dahin. Da soll Sand rein. So, und dann haben wir den Zug und wollen hoffen, speichern als Sand zu Wegesabzweig. Okay, und fahren wir. Und jetzt meckert er bestimmt, dass er keinen Weg hat oder sowas, ne? Oder? Könnte klappen vielleicht. Okay, sieht jetzt erstmal nicht schlecht aus. Wir müssen jetzt nur hier noch Signal hinstellen, glaube ich. So muss es sein. Und das eine muss da weg, das passt nicht. So, und da kann er ja fahren, wie er will. Ich hoffe, der lädt jetzt gleich auch. Ja, sieht doch erstmal gut aus, oder? Er holt jetzt hier den Sand, ne? Und fährt. Ist er voll? Ja, ist ja wohl voll. Sieht nicht schlecht aus. Jetzt müssen wir nur gucken, dass er auch da hinten hinkommt, ne? Ja, da ist die Brücke. Fährt aber auch rüber, ne? Ja, das geht. Und wir hoffen, dass es hier so klappt. Bis hierhin hat er ja Signal. Dann ist einspurig. Dann sollen wir hier noch zweispurig weiter ausbauen, ne?
müsste man sich ja eigentlich leisten können, ne? So, hier noch ein Signal hin. Und da auch noch eins hin, passt. Achso, man muss immer den Abschnitt haben, ne? Warte. Da auch, so ist gut. Okay, hat er jetzt ihr Sand geliefert? Ja. 15 von 25, das sieht doch erstmal gut aus. Da haben wir jetzt erstmal auch eine Sandgrube angeschlossen. Das ist sehr schön. Haben wir noch mehr Sand? Ich glaube nicht, ne? Ah, hier Kupfererz haben wir, glaube ich, nicht. Und Sand ist auch nicht. Was haben wir hier für Zeug? Kies ist das. Das müsste man dann, den Steine müsste man weiter verarbeiten, damit es Kies wird, ne? Okay, aber ich würde ja sagen, wir machen erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.